Und lade jetzt den Rest in das Ding rein. Was, in dein Ding rein? Okay. Den Rest in dein Ding rein. Felix, dann könntest du mal die... Angesehen ist jetzt alles? Ja. Dann könntest du mal die Zeit hochdrehen, damit wir Felder ernten können. Dann machen Jasmin und ich dann mal fix Feldarbeit, oder willst du Feldarbeit mitmachen, Felix? Mir egal. Sag du. Ich will jetzt Rasen sehen. Dann mäh du Rasen. Dann mäh du Rasen, was noch vorhanden ist, dann machen wir die Feldarbeit. Willst du mähdrescher fahren? Okay. Ich hammern schon. 60.000. Nice. Ja, wir sind nicht mehr weit entfernt. Jetzt könnten wir uns eigentlich unten das Feld kaufen und da noch Rasen ansehen. Oder? Dann haben wir da unten wenigstens Rasenfläche und können da wenigstens noch mehr für den Biogas fördern. Ist doch genug Rasen. Da ist doch genug Rasen. Ja, du kapierst es nicht, Jasmin. Doch. Ja. Ich hatte vorhin erzählt gehabt, da unten sind kaum Felder. Da müsstest du dann immer von oben runterballern, um da anzusehen, um zu ernten. Du musst mit dem Mähdrescher runterfahren, du musst damit runterfahren. So sehst du einmal Rasen an, das wächst immer nach. Und du brauchst es halt, wir haben den Ladewagen unten und den Rasenmäher unten. Und dann hat sich das. Ja, aber ich meine das so, wir haben hier ein riesengroßes Feld, wo ich jetzt schon wieder Rasen mähen kann. Und mal so, die Traktoren sind total beschissen, wenn du irgendwie was ernten, aber hier kuppern willst, rutschen die dauernd weg. Ja, das Beste, wenn du da die Helfer immer anmachst, und die Helfer kosten aber auch Geld. Eben, und das ist total bescheuert. Ich stell fest. Deswegen hatte ich ja gesagt, unten auf dem Feld 41 direkt neben der Biogasanlage Rasen. Damit wir da wenigstens eine ordentlich große Rasenfläche haben. In der Nähe von der Biogasanlage, damit wir nicht so weite Wege fahren müssen. Ich meine, das Feld 41. Schade. Das hätten sie auch besser machen können. Wenn du für eine halbe Minute an einem Rad stehst und es sauber machst, wird der ganze Traktor sauber. Ja. Also Feld 24 hätte man ja auch mal zu Ende sehen können. Das Feld 24 noch nicht fertig? Das wurde zur Hälfte wieder gegrubbert wegen dem Mais. Oder nicht? Feld 24? Oder was hast du da gemacht? Ja, da ist bloß ein kleines Stück mit Mais. Das war alles angesät. Ja, das eine wurde erst angesät und Max hat dann den Rest. Ja, genau. Angesät. Es ist alles angesät, bloß das muss noch wachsen. Ah. Ja, genau. So, wenn wir jetzt einfach Feld 30 holen. Feld 30, dass man schneller an Geld kommt. Ja, aber Weizen kriegst du so viel wie Biogas. Ja, dann machen wir dann halt alle Felder mit Raps. Aber dieses scheiß Gewicht wird nicht sauber. Raps hast du wenig Ertrag. Deswegen habe ich den Vorschlag angebracht, lasst uns Feld 41 kaufen, da Rasen. Da haben wir direkt an der Biogasanlage den Rasen. Und dann brauchen wir halt nur in die Biogas immer reinfahren und einsammeln vorher. Deswegen hatte ich ja den Vorschlag angebracht, da unten einmal Gras ansehen, das wächst immer nach. Da hast du dann nicht die Ausgaben, um das Saatgut zu kaufen. Du musst dann nicht andauernd mit dem Traktor runterfahren, weil wir die zwei Traktoren unten haben. Und dann hat sich das, weißt? Ja, jetzt habe ich aber noch ein Ding. Wir werden ja nicht dauernd nur Gras für die Bio machen. Wir werden ja zum Beispiel... Ja, das ist klar, aber das kann man dann ja dann später nochmal platt machen. Ich meinte jetzt nur für den Anfang, damit wir da dann nicht so viele Ausgaben haben, weißt? Also in der Biogas, die Silage gibt es jetzt noch 3 Stunden. Pro Tonne 3021. Ja, das werden wir dann eh nicht mehr schaffen, wenn wir jetzt die Zeit dann hochdrehen, damit die Felder wachsen. Aber egal. Deswegen hatte ich ja jetzt für den Anfang gedacht, wenn wir uns Feld 41 kaufen, am Anfang machen wir da erstmal Gras, das wächst von alleine nach. Da brauchen wir uns dann nicht groß drum kümmern. Da brauchen wir nur ab und zu mal gucken, ist Gras gewachsen, können wir es mähen und einsammeln und dann hat sich das, weißt? Und später können wir dann ja, wenn wir genügend Finanzen und Fahrzeuge haben, können wir da unten ja dann ruhig, weiß ich nicht, Körnermais oder sowas anbauen, ist ja kein Thema. Wenn wir jetzt da mal einen größeren Mähdrescher haben, dann können wir ja den kleinen, den wir jetzt hier oben haben, unten hinstellen mit Maisgebiss und dann ist Ruhe. Dann haben wir da unten einen Mähdrescher, weißt? Du musst für die erste Zeit. Die Scheiße ist, die anderen, die stehen ja dann wieder bloß dumm da eine halbe Stunde lang.
wieso, wenn Felix jetzt, Felix hat jetzt die Zeit hochgedreht, da wächst das Gras eh schneller. Und übrigens, wenn das, was bringt dir das, wenn du Mais unten machst und dreschen tust? Du brauchst einen Hexer dafür. Ja, ich habe ja gesagt, später. Dann kann man das, kann man die Grasfläche, was, wo wir Gras angesät haben, grubbern und dann Körnermais anbauen. Na, und da hast du gesagt, mit dem Drescher und... Das Beste wäre... Ja, ne, den, sozusagen den Mähdrescher, den kleinen, den wir von Anfang an haben, den wir jetzt hier oben haben. Für den gibt's auch im Shop ein Maisgebiss, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber das ist aber nicht für Silage. Ich hab eine andere Idee. Ach so. Ja, aber da wäre das doch dann gut, wenn wir jetzt zumindest die Zeit über, damit wir das nutzen können, damit wir so schnell wie möglich an Geld kommen, dass wir da unten das Feld kaufen, Gras ansehen. Wie gesagt, das wächst von alleine nach. Und das dann halt immer abernten und dann in die Biogas rein und dann uns da das Geld rausholen. Ey, ich hab eine andere Idee. Was? Stopp, bei den anderen Maschinen. Gibt's einen Maishexer, also den du dir bloß hinten dranhängst. Für 38.000 ein kleiner. Genau. Das wäre auch was. Anhänger, Maishexler. Genau. Das wäre eine Idee. Das könnte man dann auch machen später. Aber also ich würde sagen, für den Anfang jetzt erstmal, da wir jetzt eh schon ein Rasenmäher haben und einen Sammelwagen, würde ich sagen, machen wir das erstmal so und später dann fangen wir dann halt mit dem kleinen an, den du hinterm Traktor hängst. Und dann später können wir dann ja was Größeres besorgen, oder nicht? Aber Rasen haben wir ja auch genug. Ja, aber du kriegst doch nur vielleicht 12% voll mit dem Rasen im Umkreis. Sonst hast du ja wieder zu viele Wege. Ja, aber wenn das Gras wächst, ja auch schnell, von daher. Ach, mir ist es egal, was ihr macht. Ja, mir auch. Ach so. Felix, entscheide du jetzt. Ach so. Wenn du sagst, wenn du jetzt der Meinung bist, du möchtest das Feld kaufen, dann machen wir es. Dann machen wir jetzt erstmal am Anfang da Gras rauf. Und wenn wir uns dann halt einen Maishäcksler leisten können, später dann fangen wir an, da drauf Mais anzupflanzen. Was wäre die andere Alternative? Wow, ich habe gerade ein Standbild. Ja, eine andere Alternative. So viel sparen, dass man gute Maschinen kaufen kann. Beziehungsweise Feld 30 und Feld 25 zu kaufen kann. Ich schau mal, wie teuer Feld 30 ist. Teuer. 57.000. Das ist halt das Größere von den beiden, ne? Ja. Weiß Bescheid, dass das andere ein wenig billiger ist. 65.000. 57.700 kostet Feld 30. Ich gehe mal zu Feld 25 rüber. Weil die Sache ist nämlich die, dann könnten wir nämlich, so wie ich das gesagt hatte, aus Feld 29 und 30 ein großes machen und aus Feld 24 und 25 ein großes machen, weißt du? Den Weg durchziehen mit einem Grubber. Dann mit beim Flug. Nächsten abernten, weißt du? Ja, mit dem Flug, entschuldige. 39.300 kostet Feld 25. Also vom Prinzip her ist 58 plus 39 sind 89, 90, 90, 95.000 brauchen wir ungefähr. Für die beiden Felder. Und bei 60.000 bist du, oder? Ja, den blauen Frontlader-Traktor verkaufen, da hast du deine 100.000 zusammen. Den brauchen wir aber, um den Ladewagen zu ziehen. Die anderen Traktoren, die wir haben, die kriegen den Ladewagen nicht gezogen. Dann merkst du was, wir brauchen bessere Traktoren. Zurzeit, was wir zurzeit machen, dafür haben wir die ausreichenden Maschinen. Der große Deutz, der oben am Feld steht, der kriegt zum Beispiel den Dings gezogen. Den Ladewagen. Ach so? Ja. ja, ne, dann könnte Felix den verkaufen. Vom Prinzip her. Und selbst den kleinen Hurlyman kriegt er gezogen. Der hat 90 PS und der Ladewagen braucht zum Ziehen, also zumindest zum Anschalten, braucht er 60 PS. Er kann das mit dem kleinsten Traktor ziehen. Ja, aber die Sache ist halt, naja, das Geilste wäre ja natürlich, wenn man Mähwerk und Anhänger mit einem Traktor betreiben könnte. Ne? Da müsste man mal ausprobieren, ob der Dings das...
hinkriegt. Das ist aber scheiße, wisst ihr warum? Das stehen dann wieder so viele rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Stimmt da wieder. Oh, sind die nicht schön sauber jetzt? Mhm. Also, was machen wir nun? Wollen wir jetzt sparen für Feld 25 und 30 oder was wollen wir jetzt machen? Ja, sparen für Feld 25. Beim Flug haben wir. Felix kann ja Felder selber erstellen. Dann kann Felix dann machen. Kann ich zur Not jetzt schon kaufen. Ja, wegen mir dann kannst du ja. Wie viel hast du? Hast du nochmal gesagt? 000. Ja, dann kannst du sogar das Feld 30 dann gleich kaufen schon. Haben wir größeres und beim nächsten Frage Mal. Ist, ob dann die Unterhaltskosten so lange noch tragbar sind. Ja, dann nimm erstmal das kleinere. Dann machen wir das so, okay? Nimm erstmal 25. Jo. Weil das kostet nur 38. Und beim nächsten Mal abernten dann, wenn 24 geerntet ist. Schnappst du dir dann mal bitte einen Flug, weil du kannst Felder selber herstellen. Und dann machst du den Weg durch, also machst du weg. Und dann können wir da nämlich komplett alles ansehen, weißt? Durchgängig. Ich hätte eine Frage. Hätten wir irgendwo einen Schwad rumstehen? Nein. Weil ist da eigentlich einfach für die Wiese. Haben wir noch nicht, deswegen machen wir das erstmal so. Warum einfach für die Wiese? Naja, naja, weil so ich dran sind. Ja, weil ich schon so viel gemäht habe. Sind halt mehrere Bahnen nebeneinander. Und die kannst du halt mit Spade auf einen Haufen machen. Aber das fährst du nur noch eine Bahn lang für, sagen wir mal, drei Bahnen oder so. Ganz ehrlich, das bringt aber auch nicht viel. Das tut bloß die Bahn verringern. Also hier weniger Bahn macht. Man kriegt weniger raus. Aber du kriegst genauso viel raus, als wie wenn du 5 Bahnen oder 6 Bahnen hast. Ja, das stimmt. Also du musst anstatt 5 oder 6 Mal fahren, musst du nur einmal fahren. Aber du kriegst dann weniger raus. Ja. Ah. Also, weiß Bescheid. Also du kriegst dann genauso viel aus einer Bahn, als wie aus einer Bahn. Mhm. Das war jetzt Schwachsinn. Alter, ich hab grad mal geguckt für den Bergmann-Ladewagen, ne? Da brauchst du schon einen Traktor mit 180 PS. wir hätten, so wie es ausschaut, eh ein Problem. Warum? Wenn wir Mais häckseln wollten. Oder Mais ernten. Mit den kleinen Mähdrescher, den wir haben, ne, können wir keinen Mais ernten. Da gibt es kein Mähwerk für. Für den. Naja, wir haben da uns jetzt nichts gesehen oder so. Nee, ich meine nur, weil wir ja mal das Thema hatten mit Mais. Dafür war doch das eine, ach ja, der Pöttinger. Der Häcksler, der braucht 150 PS. 150? Ja. Ja, da kannst du dann klicken. Da haben wir keine Maschine mit. Da würde der Traktor, warte. Ey, da ist ein Traktor im Angebot. Na ja, gut, 127.000. Trotzdem noch fett. Der hat 90. Wie viel hast du gesagt? Wie viel PS braucht er? 150. Der würde im Laden für 150 PS, das wäre der Sam. Für 127.000. Der ist im Angebot minus 10%. Ja. Ja, Sam. Ja. Dann ab den Sam wäre dann halt alles gefloppt. Was ist denn jetzt eigentlich Gras einsammeln? Der Max sammelt ein. Ja, und was sind wir machen? Ich bin gerade im Shop und schau was. Was soll ich machen? Weil hier liegt sau viel Gras. Geh doch auch in den Shop und schau was.
We'll be right back.